Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem Hardware-Video. Wir werden jetzt diesen LED-Beamer, den ich euch eben im Unboxing vorgestellt habe, den werden wir jetzt mal anschließen. Und ich werde den auf die kleine Wand hier vorne projizieren, um zu gucken, wie der jetzt ist. Weil ich bin ja neugierig. Dafür muss ich jetzt erstmal die Steckdosenleiste von der PlayStation anmachen, dass die Steckdose hier hinten funktioniert. Na, komm her. So. Bin gespannt. Strom. Ist ein bisschen ungünstig, dass der Strom auf der Seite ist. So, grün leuchtet es oben. So, jetzt werden wir hier natürlich hier unten den Fuß hier unten reinschrauben. So, dadurch haben wir den jetzt natürlich etwas höher. Und dadurch strahlt er jetzt dahin. So, jetzt machen wir den mal an. Passiert auch was? Ja. Passiert was? Der ist auch gar nicht mal so laut. So, ich werde euch mal so machen, damit ihr denn halbwegs was mitkriegt hier. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das Bild scharf kriege. Hier wird es unscharf. Wenn ich jetzt hier hinten. Also da kann ich das Bild kippen. Aber ich kriege es halt nicht wirklich scharf. Wenn ich es jetzt dahin mache, da ist es schärfer. Also ist wirklich auf eine gewisse Entfernung ist das gemacht. Okay, kann ich nicht machen. Jetzt überlege ich, wie kriege ich das am besten eingestellt. So, dass ich was sehe. So. Ah. Staune, wie gut man das trotzdem auf Raufaser sehen kann. So. Jetzt muss ich mal die Cam hier ein bisschen rumnehmen, dann könnt ihr das so ein bisschen sehen. Ich habe das jetzt hier einfach mal an die Raufaser rangemacht. Ihr seht, wie groß das jetzt ist. Wenn ich den jetzt hier natürlich was vorhole, zurückmache, so, kann man hier das Bild noch kippen. Und so, das ist ein bisschen schräg, weil ich den Beamer schräg halte. Jetzt drücke ich mal die komische Taste hier, genau. Alle in Englisch, das ist ja doof. Können wir da nicht noch was anderes machen? Ah, da haben wir Auswahl. Achso, da ist jetzt auf immer nur ein HDMI, eine SD und ein USB, wie ihr seht. Und dann kann man hier so durchseppen. Zum Beispiel da auf USB. Und dann müsste das okay sein. Ja. Screen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier Blacklight.
Okay. 100. Dann wird wirklich der schwächer. Also das ist wirklich nicht so schön. Ich lasse mal lieber wieder auf 100. So. Aber mir fehlt echt die Spracheinstellung. Standard. Kann ich nicht einstellen. Okay. Darauf. Medium. Temperatur Medium. Kolortemperatur Medium. Da können wir jetzt auch nur Medium machen, weil nichts anderes dran ist. 16 zu 9 lassen wir. Screen, Flip Front. Ah, da kann ich dann jetzt einstellen, ob er auf dem Kopf steht, ob er gerade ist oder was weiß ich. So, Rated Display 100%. Gucken wir mal, was wir da haben. Ich habe jetzt leider keine andere Wand zur Verfügung, um euch das zu zeigen. Ne, lassen wir mal auch hoch. Da ist nämlich die Schrift undeutlich geworden. Hoppala. So, das war 100. Color kann ich jetzt nicht einstellen. Ah, jetzt habe ich es. Na, Seite drücken. So haben wir Sound, Bild, Sound, Timer, da kann man timen. Option, da haben wir doch was gefunden. So, und da wollen wir in Deutsch haben. In Deutsch. So, Werkseinstellung, Bedienung, Blending ein. Halt, falsch, ich habe falschen Knopf gedrückt. Niedrig. Ach, da wird es dann hoch. Aus. Da ist schwarz, schwarz. Hier wird es dann langsam etwas blauer. So. Aus. Software-Update per USB. Ach, wir können hier so ja Software updaten. Das finde ich gut. Da ist natürlich kein Connect, logischerweise. Oh, und dann haben wir, was haben wir hier noch? Bild. Jetzt steht es auf Farbtemperatur Mittel. Da können wir jetzt hier ach Mensch. Farbtemperatur einstellen. Natürlich jetzt nicht, weil kein Bild da ist. Flip Front 100%. Color Hintergrund. Oh, und dann haben wir hier noch Sound. Hier können wir die Balance einstellen. Effekte. Effekt Standard. Was haben wir denn da Schönes drin? Nicht. Okay. Autovolumen, Surround Sound aus, EQ. Ja. Aha. 500 Hertz und so. Na, das lasse ich mal alles so, wie es ist. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Uhr, Ausschalttimer, Einschalttimer, Sleep, Autosleep. Und dann kommen wir wieder zur Einstellung, dann kommen wir wieder zu Bild. So, jetzt werde ich euch mal hier wieder rumseppen und wieder festmachen. Och Mensch, meine Kamera ist ein bisschen, das Stativ ist ein bisschen locker. Also ich bin gerade, hätte gedacht, der ist lauter. Das ist wirklich nur hier, wo die heiße Luft rauskommt. Hinten zieht er halt Luft drin. Hier zieht er Luft drin. Aber der ist leiser, als ich gedacht habe. Ja, schade, dass es auf so einem kurzen Stück nicht funktioniert. Und ich habe ja, und das Problem ist halt, dass ich hier überall Raufaser habe. Das ist halt negativ. So,
meinen Standfuß wieder rausmachen. So, wenn ich den jetzt hier so abstelle. Aber selbst auf Raufaser macht er eigentlich ein sehr gutes Bild. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut rüberkommt, dass man alles lesen kann und sehen kann. Ich hätte gedacht, durch die Raufaser ist es ein bisschen scheiße. Aber das werde ich auf jeden Fall noch testen. Geht er jetzt auch raus? Also auf Stand. Auf Standby abschalten. So. Und jetzt leuchtet der Punkt rot. Also finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich werde dann gleich mal hier aufmachen, damit die Linse geschützt ist. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am besten mache, dass ich den mal auch vernünftig testen kann in der nächsten Zeit. Ich will den ja nicht nur im Garten testen. Und da ich keine weißen Bettlaken mehr habe, um die irgendwie zu spannen und kein Stativ oder so, wo ich könnte das weiße Bettlaken nämlich schön oben an die Schrankwand ranmachen, runterhängen lassen. Da werde ich zu meiner Mutter heute nochmal hin. Muss ja sowieso hin, das Internetzeug hinbringen. Da werde ich dann noch gleich das Zeug gleich mal alles mitnehmen. Also ins Bettlaken und so. Und dann werde ich das mal hier in Ruhe testen. Ich bin richtig gespannt. Ja, und ich hätte, wie gesagt, echt gedacht, dass der lauter ist. Der ist ja gar nicht so laut. Und wenn der denn funktioniert und wenn ich das hier mal aufbaue und so, dann werde ich vielleicht noch mal ein Video machen. Oder erst nachdem ich ihn getestet habe, weil mit dem Bettlaken, das wird natürlich auch erstmal ein bisschen komisch aussehen. Da weiß ich nicht, ob ich das freiwillig zeigen werde. Aber ich bin so schon mal sehr begeistert. Das ist mein erster Beamer. Und ein LED-Beamer. Ich stehe ja sowieso auf LED. Bin mal gespannt. Also ich hätte echt gedacht, dass der mit den LEDs jetzt nicht so ein gutes Bild macht, wie er jetzt gemacht hat. Und das war nur auf Raufaser. Ich bin echt gespannt, wie er auf einer weißen Leinwand oder auf einem weißen Hintergrund, auf einem glatten weißen Hintergrund Bild macht. Also da bin ich mal megamäßig gespannt. Und dann werde ich auch mal auf der Webseite gucken wegen Updates. Wie man die machen kann, ob man die machen kann und woher man die kriegt. Weil der ist jetzt neu. Also das, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt schon Updates dafür da sind, weil der ist relativ neu auf dem Markt. Der ist jetzt erst rausgekommen. Aber ich verabschiede mich damit jetzt erstmal. Ich muss da jetzt erstmal testen und gucken, wie ich das alles mache. Ich halte euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Ich bin erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.